Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Jenny und ich möchte euch heute zeigen, wie ich diesen Border Collie hier gezeichnet habe. Ich habe dazu nur zwei Stifte benutzt, einen schwarzen und einen weißen Buntstift und Terpentinersatz. Und wie ich das eingesetzt habe und welchen Effekt das hat, das zeige ich euch heute im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wie ihr seht, ist die Zeichnung hier schon ein bisschen fortgeschritten. Ich weiß nicht, was mit dem ersten Video passiert ist, aber ich werde euch jetzt auf jeden Fall ein bisschen erklären, was ich bis dahin schon gemacht habe. Ich habe zuallererst die Umrisse mit Kohlepapier übertragen. Ich mache das jetzt immer so bei Aufträgen, um da wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass alles an der richtigen Stelle ist. Und zusätzlich spart es natürlich auch noch richtig viel Zeit. Wenn ich jetzt ein Wildtierporträt zeichne oder irgendwas im Skizzenbuch zeichne, dann versuche ich das immer freihand zu machen, um da einfach auch in der Übung zu bleiben. Aber wie gesagt, in dem Fall dann doch lieber mit Kohlepapier oder mit Graphitpapier. Danach beginne ich dann eigentlich immer mit den Augen oder mit der Nase. Einfach aus dem Grund, falls ich es da nochmal verkacke, dann kann ich nochmal von vorn anfangen, ohne dass ich schon stundenlange Arbeit reingesteckt habe. Und im Fell beginne ich dann meistens mit den dunkelsten Stellen, um da einfach schon mal eine grobe Orientierung reinzubekommen und mache dann das gleiche mit dem weißen Buntstift, indem ich die hellsten Stellen einzeichne. Ich arbeite dann zu Beginn auch noch relativ grob, also mit einer eher stumpfen Miene. Aber ganz wichtig schon mal in Fellrichtung, weil das wird man dann am Ende auf jeden Fall durchsehen können. Für die Details zum Schluss, da braucht man dann eher die spitze Miene, aber das ist im Moment noch nicht so wichtig. Ich habe auch festgestellt, dass für die Schwarz-Weiß-Zeichnungen am besten die Luminanz-Stifte von Caran d'Ache geeignet sind. Die sind nämlich im Vergleich zu zum Beispiel den Polychromos ein bisschen weicher und dadurch ist der Pigmentabrieb einfach ein bisschen besser. Jetzt kommt endlich der Terpentinersatz zum Einsatz. Da kostet der halbe Liter ungefähr 5 Euro im Baumarkt. Und ich habe da ein bisschen was in ein Glas eingefüllt. Ihr braucht da nicht wirklich so viel. Das, was ich jetzt hier nehme, ist fast schon ein bisschen zu viel. Also einfach so, damit ihr den Pinsel dann ganz leicht eindippen könnt. Und zum Aufbringen könnt ihr einen Aquarellpinsel nehmen. Am besten irgendeinen Pinsel, der weich ist. Und ich habe dann später auch noch umgeswitcht auf einen Lidschattenpinsel. Der funktioniert ziemlich gut, weil die Härchen sehr dicht sind und weich und relativ kurz auch. Und damit hat man eine sehr gute Kontrolle. Und wie ihr jetzt sehen könnt, löse ich mit dem Lösemittel das Pigment ein bisschen an. Und damit kann man das dann super ineinander verblenden. Am besten funktioniert das im Schwarz, beim Weiß funktioniert es nicht ganz so doll, aber beim Schwarz gibt es dann einen super schönen Effekt und die Farbe wird richtig gleichmäßig. Wenn ihr das dann mit dem gesamten Bild gemacht habt, dann könnt ihr hinterher wieder drüber gehen. Es sollte allerdings getrocknet sein, damit ihr mit euren Buntstiften dann wieder drüber könnt und die feinen Details einzeichnen könnt. Ich würde deswegen auch erstmal ein bisschen weniger Flüssigkeit nehmen. Probiert das am besten mal auf einem extra Stück Papier aus, damit ihr erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Flüssigkeit ihr nehmen müsst und wie die Farbe darauf reagiert.
und das Ganze beeinflusst natürlich dann auch den Trocknungsprozess. Das heißt, ihr solltet wirklich erst mit den Buntstiften wieder drüber gehen, wenn das Ganze relativ trocken ist. Also wenn ihr drüber streicht, dann solltet ihr keine Feuchtigkeit mehr spüren. Und ich hatte hier so 5 bis 10 Minuten gewartet, war dann aber zu ungeduldig. Und wenn ihr genauso ungeduldig seid wie ich, dann könnt ihr noch einen Föhn dazu nehmen. Also am besten von beiden Seiten so 2 Minuten ungefähr anpusten. Und dann hat sich auch die meiste Flüssigkeit verflüchtigt und ihr könnt ganz easy wieder drüber zeichnen mit euren Buntstiften. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, Buntstifte ineinander zu verblenden. Manche benutzen Blenderstifte oder Babyöl, Pinselreiniger und das funktioniert auch alles ganz wunderbar, aber doch auf ein bisschen andere Art und Weise. Und hier in dem Fall in den Schwarz-Weiß-Bildern funktioniert das mit dem Terpentinersatz einfach super. Das Papier, das ich benutze, ist das getönte Paint-on-Papier von Clairefontaine. In meinem Fall ist es das Jeansblau, was eigentlich eher wie so ein Grau aussieht. Aber es gibt da auch noch ganz viele verschiedene andere getönte Papiere. Also ein ganz normales Grau oder Beige. Grün gibt es jetzt, glaube ich, auch. Und nehmt da einfach das, was euch am besten gefällt. Hier an den Ohren könnt ihr jetzt ganz gut sehen, dass ich die Farbe auch ein bisschen zum Blatt rausstreiche. Dadurch bekommt ihr weichere Übergänge und es sieht einfach nicht ganz so hart aus. Und wenn ihr über den schwarzen Bereichen wart, dann könnt ihr das ein bisschen reinziehen ins Weiß oder gerade in diesen sehr hellen Flächen ein bisschen Schatten mit einarbeiten, weil jedes Mal, wenn ihr über das Papier streicht mit eurem Pinsel, dann bleibt ein bisschen Pigment am Pinsel haften. Und das könnt ihr super als weiche Schatten benutzen in den helleren Stellen. Wenn ihr das allerdings vermeiden wollt, dann könnt ihr zwischendurch immer mal wieder den Pinsel in eurem Glas auswaschen oder an einem Stückchen Küchenpapier abstreichen. Dann könnt ihr sicher sein, dass da nichts mehr vom Pigment am Pinsel haften bleibt. Wie ihr sehen könnt, trage ich das Lösemittel relativ zügig auf und eher in kreisenden Bewegungen. Damit kann ich das Pigment noch ein bisschen besser ineinander verreiben und ich versuche aber trotzdem die Fellrichtung einzuhalten. Außer an den Stellen, wo ich das eben besonders ineinander verreiben möchte. Hier im oberen Bereich des Bildes benutze ich gleich ein bisschen viel Flüssigkeit. Da bleibt dann auch für mehrere Stunden noch ein Fleck oben stehen. Wenn euch das auch passieren sollte, braucht ihr aber keine Angst zu haben. Das verschwindet irgendwann. Es kann wirklich ein paar Stunden dauern oder sogar Tage. Aber wenn das dann mal getrocknet ist, dann bleibt da am Ende nichts mehr davon zu sehen. So, und dann würde ich sagen, den Rest des Videos zeige ich euch jetzt noch als Speeddrawing und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.
ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin habt eine schöne und kreative Woche und wir sehen uns. Tschüss!